Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier, gerade irgendwo in Thüringen, Version 3.1. Ja, hier ist die automatische Fütterung und da gebe ich jetzt nochmal die Lage dazu und zwar Klee wahrscheinlich und Luzerne. Das ist ein Lager gewesen, beides hat die gleiche Wirkung bei der BGH und ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Energie gibt bei den Kühen, dass es immer Milch gibt, ne? Ob so ist, weiß ich nicht, aber ich probiere es mal. Ich habe da ein bisschen groß geraten. Muss ich mal gucken, dass ich hier dafür ein kleineren nehme. Also sicherlich immer übrig. Versuchen wir mal rückwärts an, hinten abladen. Muss schon klappen. So. Mit B. Hinten. Zurück. Vorher gucke ich mal vorher rein ins Lager, wie es da aussieht. Denn diese Ballen sind normale Grasballen, ne? Also Grassilage. So. Was haben wir drinne? Gras, Klee, Frischmais. Mais und Grassilage und Luzerne Kleesilage. Ich muss mal gucken, ob ich hier das mal ein bisschen erhöhe. Und zwar auf 40%. Dann meckert er jetzt mal gleich. So. Bald. 30 gehen nur. 30. Dann gehen wir hier auf 50. Klar, Gras, Klee und Frischmais haben wir immer nicht vorhanden. Wir haben aktuell nur Grassilage und Klee. Da erhöhen wir auf 30, wird hier auch auf 30 gehen. Ja. Und das fahren wir runter auf 40. Ne, geht ja bis 50. 50. 49. Hm. 45 geht. Oh, jetzt Mathe 60. 40. Ja, da müssen wir doch runterfahren auf 28. 27. Das haben wir sowieso nicht da. Gras, Klee und so, frisch, sondern nur so Mais-Silage und Gras-Silage. Wir haben Gras-Silage da, auf jeden Fall, und wir haben Klee-Silage da und Luzerne-Silage. Das müsste hauen, hinhauen. Also Verbrauch gestern 20.000. Also im Bunker ist, naja, hier im Bunker ist drinne. Einmal Heu. Heu. Links ist Heu. Mitte ist Silage. Rechts ist Stroh. So. Und weiß ich nicht genau, wie das jetzt mit dem Feld hinkommen soll. Ne? Und zwar Z. Es sieht aus, als wenn er nicht annimmt. Ne? Doch. Ich muss ihn da betteln. Ne? Oh, ist er voll. Nö. Aber nimmst du es auch an, ne? Irgendwie. Aber scheint voll zu sein. Aber nicht. Kann nicht sein. Ups. Scheint nur. So, irgendwie haben wir ganz komisch gewählt. Das Gute ist bei der Silage, dass da
praktisch. Gut, klappt nicht so wie es soll. Was hier aussieht. Kann man nicht so erkennen, ne? Also was denn genau Punkt 1 drin ist und 2, 3. Gut. Lass mal so. Oder? Na, will er nicht. Gut, dann ist das so. Ich werde noch hier liegen lassen. Wahrscheinlich nimmt das nach und nach an. Welche haben wir jetzt da? 7000. Knapp 8000. Ich müsste mal Gülle fahren. Ja, müsste. Könnte ich sogar. Aber hier machen wir Silage in den BGH. Von guten Klee und Luzerne, da war es ja mal gedacht. Ich wollte mal ein paar probieren, ob das. Aber das kann man ja nicht schlecht feststellen, ne? Ob die noch mehr Milch geben, ne? Das weiß ich noch nicht. Aber die BGH sind ganz schön fleißig. Also. Müsste man eigentlich, aber die Silos waren ein bisschen verbuggt. Also die waren auf jeden Fall früher so. Jetzt noch so ist, das weiß ich nicht. Das ist mir nicht bekannt. Zack. Die sind das zwar nicht, aber. Ja, auch nochmal einen Schwung rein. Das irgendwann reicht das sowieso nicht. Man könnte auch die Türe mit Dings füttern, ne? Mit, sag schon, mit Mischfutter. Die man natürlich im globalen Markt kaufen könnte oder halt in der Fabrik halt herstellen könnte. Aber das wäre eher zu aufwendig, dann könnte man eher sagen, okay, wir machen das vor Ort. Mit was anderes, ne? Aber fahr ein bisschen zurück. Den Heuball nehmen wir gleich wieder mit. Den wollen wir nicht haben. Tja, ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag, ne? Hab man vergessen, ne? Also, okay, ja. Stroh. Der hat sich schon aufgelöst. Teilweise. Da sind schon einige hundert Verliter von unten gegangen. Hat's geregnet? Wahrscheinlich, ja. Mal sehen, kriegen wir es hier in ein Lager rein. Nee. Dann tragen wir ihn zum Futtermischanlage. So, zack. Also im reellen Leben wird keiner so einen Strohballen getragen bekommen, ne? Auch nicht gerollt, weil die sind ja nicht so fest gepresst, dass die entsprechend hart wären. Also das würde im Prinzip wird keiner hinbekommen. Gut, weg abrollen vielleicht ja, wenn das irgendwann mal rollt. Mit Brechstange, mit Hebelwirkung könnte man sicherlich das einen Schwung bringen. Aber mit. Und auch nicht an. Wahrscheinlich voll, ne? Jo. Oder geht das alles da, wo Stroh ist, rein? Das kann auch sein. Ja, dann wäre das so, ne? Wir werden sicherlich noch einmal Silage ernten können.
Na, da wird auch nichts. Luzerne, Luzerne, Gras, Gras. Ja, wir nehmen da an. Okay, dann geht im Prinzip die Luzerne und das rechts hier rein, wo Stroh ist. Und da ist ja aktuell voll. Okay, das ist das. Gucken wir uns Zeit. Ja. Ja, dann werde ich mal schlafen gehen. Tiere haben Futter sicherlich. Gucken wir mal kurz das Wasser. Alt S. Alt S. Wegen Wasser mal ganz wichtig. Wasser ist da. Naja, gut. Und da. Die haben Pumpe. Pumpe, kein Problem. Können schlafen gehen. Pumpe heißt, das Wasser wird automatisch aufgefüllt bis zu einem gewissen Punkt. Also die haben immer Frischwasser. Und daher können wir ganz beruhigt schlafen gehen. Und zwar bis morgen früh. Du bist im Moment nicht müde. Wer sagt das? Ich bin doch müde. Gut, dann gehen wir mal auf höhere Geschwindigkeit. Weil dann möchte die heutige Nacht überstehen. Wir brücken. Jetzt haben wir 20 Uhr. Bis morgen früh um 6 oder so schlafen. Gut, jetzt können wir schlafen. So. Hoffen wir mal, dass wir keinen Regen kriegen. Und BGH. Oh, der hat, das hat richtig viel eingebracht. Jetzt, man sieht schon eine FPS-Zahl oben, also rote, dass es 4 ist, dass jetzt überall jetzt was passiert. Also, ne, also BGH hat schon fleißig eingebracht. Ne? Also die mit Pferdegras sehr viel. Guck mal rein in die. Tust wieder berechnen. Zwar Feldfrüchte ist klar, Gerste da oben. Wachstum. Ey, das gibt's doch gar nicht. Aber da oben beginnt was zu ändern. Da ist jetzt auch nichts gewachsen. Hier ist auch nichts reif. Aber irgendwas passiert. Gehen wir runter auf Normalgeschwindigkeit. Auf 5. Ja gut, es könnte sein, dass da jetzt passiert. Also im Wachstum. Aber jetzt gerade der Computer geht gerade die Temperatur, obwohl der Lüfter geht hoch, ne? Temperatur weniger. Hier war was gewesen. Mal kurz reingucken. Ah, da passiert was. Aber hier wächst nur irgendwas, ne? Also mal schauen, ob unsere Felder was passiert, ob wir düngen können, ne? Das sieht so schön aus. Aber irgendwas. FPS-Zahl entsprechend niedrig. Im unteren Bereich kann man sagen, des verträglichen bei 20 FPS. Da passiert meistens irgendwas. Mal gucken, ob hier was passiert. Optisch gesehen. Kommt ja von Norden, ne? Und. Ah! Immer noch ein Wachstum. Ja, da werden wir gleich nächste Woche düngen, ne? So. Unsere Felder sind aber nicht reif. Das ist natürlich ungünstig, ne? Wieder mal. Was meldet Seasons? Geld. Ja, Alt S. Da passt. Mais-Silage, Gras-Silage, GPS siliert, ist gut. Klee-Silage, Gras feucht, klar, ist nicht da. Wasserpumpe. Stahl 2. Da werden wir füttern, ne? Wir haben mal extra einen Hänger gestellt. Und zwar einen in den LKW mit Futter.
Dann werdet man gleich putzen. Da kommen wir nicht rein. Zu schlank. Erstmal füttern. Ist ja nicht viel, aber. Was ich machen könnte, wäre folgendes. Ich könnte ja mal zum Hof 1 fahren. Und dort mal erstmal Platz machen. Mal ein Mischfutter geben. Beziehungsweise hier mal rausfahren mit LKW, dass ich hier putzen kann. Mal Hof 1 füttern. Aber erstmal rausfahren, dass wir putzen können. So. Längerfristig gesehen müsste ich hier eigentlich ein kleines Fahrzeug stehen haben. Reicht da so ein kleiner aus? Und hier mal putzen. Kommen wir rein. So. Müssen ein bisschen sauer machen, weil meckert die Gesundheit. Das wäre schlecht. Genau. Das sind die Bullen. Denkt man sehr bald, wenn die nächsten so weit reisen. Oh, das dauert noch ein bisschen. In 2 Jahren, wenn die Kühe ja so weit sind, naja, dann ist ein bisschen besser. Ich fahre mal die Mischration zum anderen Stall. Ich kann ja was im Hof kaufen, im globalen Markt zur Not. Mal schauen, ob besser ist. Dass irgendwas bewirkt. Mischration ist ein bisschen anders, was die jetzt kriegen. Das ist ja Mais-Silage. Die kriegen ja nicht so, wie das eigentlich haben möchte. Frischgras habe ich sowieso nicht. Habe ich auch nicht vor, mehr zu machen. Wir können nicht ernten, das ist blöd. Blöd. Wir haben schon späten Sommer. Ja, es rächt sich eigentlich nur, dass wir jetzt im Frühling nicht gesehen haben. Ne? Die nötigen Tage, das Gras braucht, das dauert halt eine Weile. Ich fahre noch schnell rüber und gebe das mal den Tieren. Mal sehen, ob die wissen, was sie brauchen können. Und dann muss ich sehen, ob das irgendwie ausschlägt im Futter, ne? Ob das besser ist, die werden mehr Milch geben, ne? Das ist ja das Problem jetzt, ne? Kühe, die viel Leistung bringen, müssen auch viel gutes Futter kriegen. Jetzt muss man sehen, dass der Bereich Stroh weniger wird. Es geht ja auch nichts weg. Heu, ja, ist an sich top. Aber Heu wird nicht angezeigt, ne? Ah, der Mais steht gut. Besser wie unser, ja. Müsste man eigentlich mal Mais machen, ne? Wenn so die anderen nicht funktioniert, ne? Aber das wäre eigentlich zu schade. Zu früh. Körnermais geht auch nicht, noch nicht reif. Und Körnermais normalerweise mehrere Sorten gibt, ne? Also da gibt ja auch Gemüsemais, ne? Ja. Glück hat man fahren. Muss ich echt Gas geben. Also mal schauen, ob ich den Anhänger rauskriege für Stroh.
da einen freien Traktor habe, eigentlich ja. Eigentlich, ja doch, habe ich schon. Müsste ich so, ja, so reinfahren. Und hinten. Weil der andere muss nach vorne rausgefahren werden. Tja, Mais und Silage. Oh, Gras gewachsen. Ist gar nicht mal so. Ja. Ja, da geht rein, ne? Bei Stroh. Ja, gut. Was meldet uns hier? Alles. Luzerne und Kleesilage. Grasfeucht ist eigentlich im Prinzip das, was draußen liegt. Maisilage, Grasilage, GPS ist voll. So, nehmen wir den Traktor hier. Und fahren wir den Strohanhänger raus. Damit wir mit dem Futterbeschrank einfahren können. Die Mähtat lohnt sich ja auch wieder nicht zu fahren, also das fahren sie doch wieder. Es kann sein, dass mir so, nur so vorkommt, aber es kann sein, dass die Milchproduktion ein bisschen zu wenig ist, weil das Futter nicht so perfekt ist. Könnte auch sein, dass sie kein Stroh haben, dass sie da auch ein bisschen meckern, ne? Geben wir ein bisschen Stroh. So. Fahrt mal raus. Und müssen wir hier den Boden wieder planieren. Oh, die Sonnenblumen haben sind die reif geworden oder sind die nur Sonnenblumen im Wachstum? Aber die beginnen zu reifen, ne? Also optisch gesehen sind sie zwar reif, aber ja, der Bauer hat es mal erklärt. Jetzt beginnt der Prozess, dass die Körner die Nährstoffe umwandeln. Dass die im Prinzip Öl einlagern oder so ähnlich machen, ne? So, da stehen wir. Kurz mal reingucken, wenn man alt ist. Hof 3, also Gras, knapp unter 4000. Da kippt ja einiges ab. Im Grunde sehr viel. Passt eh. Eine Mischration ist ja Heu drin, Grassilage und Stroh. Alt S. Jetzt hat er das voll geknallt. Ja, gut. Gute Frage, ne? Wo wir ja nichts drin haben und den Zeug. Gut, Zuschauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ist aber schön, danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Wünsche allen noch einen schönen Restsonntag. Und nochmal Entschuldigung für die Überlänge, ich wollte das nochmal sehen. Vielleicht ihr auch. Und dann geht's hier morgen, Montag weiter. In Thüringen mit? Jo. Leider keine Ernte. Tschüss.